Wir wollten eigentlich weg von einer klassischen Situation, ich bewerbe mich dann noch für einen Beruf und jetzt möchte ich über den Beruf möglichst viel sehen. Und wir wollten eigentlich Menschen erreichen, die Spaß an Technik haben. Also ich muss sagen, es war ein super interessanter Tag. Es waren viele interessante Themen. War für uns Ausbilder auch ganz neu. Ich meine, so eine Veranstaltung hat es nie gegeben bei uns, Maker Day. Sehr innovativ, 3D-Druckstifte. Wirklich super toller Tag. In dem Zusammenhang haben wir überlegt, wollen wir es alleine machen oder schaffen wir es vielleicht mit einem Partner gemeinsam besser? Und aus dieser Idee raus ist dann der BMW Maker Day at R, stellvertretend für das Werk Regensburg, entstanden, powered by Konrad, weil wir glauben, dass beide Dinge gut zusammenpassen. BMW mit dem Premium-Anspruch und Konrad mit dem Techie-Anspruch. Ja, es war eigentlich ziemlich interessant. Man hat vor allem ziemlich viel Neues gelernt, was man jetzt so in der Schule jetzt nicht so macht. Ich war beim Löten, das hat sehr viel Spaß gemacht, haben wir alles gut erklärt gekriegt. Ja, wenn man einen Fehler gebaut hat, dann haben wir halt wieder behemessen, dann haben sie aber auch geholfen. Was war das Coolste heute? Löten.